Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ich wollte mal ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ja, es war jetzt in letzter Zeit für mich unmöglich, mich mal irgendwie hier in mein Zimmer zu verkrümeln. Ja, ihr wisst ja, ich komme ja immer erst spät nach Hause, 16:30 oder so, und dann habe ich echt keine Lust mehr, hier irgendwas anzufangen, weil meistens ist es dann so, da stehe ich hier und denke so, was machst du jetzt noch für eine halbe Stunde? Und dann, ja, kriegt man sowieso nicht fertig. Und jetzt war ich schon 2 Tage im Homeoffice. Da kommt man auch nicht wirklich zu irgendwas. Dann die Kinder wieder Homeschooling. Ja, auf jeden Fall habe ich aber abends auf der Couch Zeit gefunden, mir ein bisschen was zu bestellen. Und jetzt habe ich Urlaub. Und da wollte ich eben vorbereitet sein, weil jetzt hat man ja doch ein bisschen mehr Zeit, wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind. Und wir machen es uns hier einfach gemütlich, fahren nicht weg, was mich jetzt persönlich nicht so schlimm trifft, weil ich gerne zu Hause bin. Wir gehen raus und machen es uns hier schön. Kommt mir natürlich ganz gelegen, damit ich mal wieder ein bisschen was basteln kann. Ja, ich habe bestellt bei Craftelier, Create a Smile Stamps und Alpaca Pauls, also diese Tracy Hay Stempel. Und ich habe dann noch eine Bestellung offen von Amazon und von Kreativ Bunt. Das kommt heute noch. Mal sehen, wie ich das schaffe mit Abdrehen. Und dann habe ich noch von Dani Poes den Adventskalender. Das mache ich aber dann, wenn ich alle Türchen offen habe. Also das wird dann so nach Weihnachten auf jeden Fall erst was werden. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Create a Smile, da wisst ihr ja, das kommt immer in so einem schönen Umschlag. Den habe ich jetzt leider nicht mehr. Da habe ich mir jetzt ausgesucht, hier diese kleinen Stempel. Viel Glück zum Geburtstag oder ich wünsche dir viel Glück. Kann man immer gebrauchen, finde ich sehr niedlich. Dann einmal diesen, frohes Fest. Dann hier noch, ich finde ja die Schrift immer so schön. Weihnachtsüberraschung, Weihnachtspost, Weihnachtsgrüße, Weihnachtszeit und Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe mal, dass ich die noch verwenden kann. Ich würde sagen, wenn ich jetzt am Montag vielleicht alles abschicke, könnte es noch pünktlich ankommen. Dann habe ich einmal hier Geburtstag. Ich habe schon ein, zwei Geburtstagsstempel, aber die sind manchmal auch eher so groß. Und da wollte ich jetzt mal eigentlich ja eher was Einfaches haben. Und da fand ich das ganz schön. Dann diesen hier, der heißt ein ziemlicher Knaller. Der ist jetzt auch nicht so neu. Da sind ganz verschiedene Anlässe dabei. Ihr traut euch zum Beispiel. Oder Gratulation. Ja, kann man auch sehr vielfältig verwenden. So. Und dann hier wieder am Schleifchen befestigt ist einmal hier dieses kleine Goodie. Das war hier so ein, weiß nicht, ob ihr das seht, so ein kleines, was ist denn das? Wie so eine Seerose, würde ich sagen. Ich hatte mal so ein großes Blatt, aber das finde ich nicht mehr. Also ihr wisst, wo man da entweder den Aufkleber drauf machen kann oder sich das reinstempeln kann, damit man weiß, was man hat. Aber irgendwie habe ich das nicht mehr. Oder ich finde es nicht viel mehr. Dann habe ich mir das noch ausgesucht. Junger Hüpfer heißt das. Finde ich auch total niedlich. Hier, das ist mein Spruch, Käse, Wein, du. Die Parallelen sind klar. Da werde ich auf jeden Fall für meine Freundin eine Karte machen. Dann hier dieses Wünsche. Oder man nimmt nur das Wünsch ohne das E. Das finde ich gut, dass das extra ist. Ich lese euch das nicht alles vor. Ihr könnt hier anhalten und euch das in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet. Und dann hier nochmal für
Weihnachten. Ja, hier mit Liebe handgemacht, das geht natürlich immer. Hier klebt ein Stück Folie von meinem Plotter. Weiß ich auch nicht, wie das da hingekommen ist. Hier, das finde ich schön. Kann man ankreuzen, ich war brav. Oder ich kaufe meine Geschenke selbst. Also ich muss das ankreuzen, weil ich bin nicht brav gewesen. Und dann dir diese Schablone. Das ist wie so ein Strickmuster. Da habe ich schon einen Hintergrund gemacht. Also das finde ich richtig niedlich. Das war auch von Create a Smile und das ist von Tracy Hay. Ist eine meiner wenigen Karten, die ich gemacht habe. So, das war das von Create a Smile. Dann zeige ich euch mal die Bestellung von Tracy Hay. Und zum Schluss das von Craftelier, weil das am meisten ist. Hier voll die süße Tüte. Fand ich schön. Hat jetzt gedauert, ich glaube, ein bisschen mehr als eine Woche, aber ist vollkommen okay. So, da gibt es ja immer hier diese Sticker als kleines Goodie dazu. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die so verwende. Denke ich mal nicht. Die Farben sind jetzt nicht so meins. Na, mal sehen. Oder man verschenkt sie. Dann hier so ein kleines Kärtchen war dabei. Und dann noch dieses hier. Wer da gucken will. The Gang? Nee. Also hier, das ist die Seite. Hier, ich habe überall Farbe an Händen. Ich habe ein bisschen Hintergründe gemacht gestern. Das ist nicht abgegangen. So, wir fangen mal an. Ich sortiere mal hier ein bisschen. Ich habe hier zwei solche kleineren. Und dann gucken wir uns die großen nochmal an. Da habe ich mir einmal hier dieses Having It All. Heißt das? Da kann man coole Hintergründe draus machen. Finde ich. Ich glaube 9,95. Nee, nicht. Also britische Pfund. 9,95 kostet das. Also ich habe für die alle, ich glaube, 130 Euro bezahlt. Also mein Mann musste das machen. Dann dieses hier. Mit diesem süßen Elch, das finde ich so niedlich. Obwohl ich es immer ein bisschen schade finde, dass die so ganz traurig gucken. Aber das ist ja auch so eine Weihnachtsvariante. Da habe ich auch schon ein Kärtchen damit gemacht. Das hatte ich auch in meiner Story bei Instagram. Instagram? Wie sagt man da? Instagram. Das ist Frohes Fest, das war von den Create a Smile. Stempel in den Hintergrund habe ich mit Distress Oxide gemacht und hier diese Stickles mit einer Schablone. Und es glitzert so schön, wie wenn es schneit. Und das ist vom Action so, Glitzerfolie. Ja, koloriert habe ich mit einem Action Marker. Also das konnte ich schon mal ausprobieren. So, dann habe ich mir das noch bestellt. Kann man die alle in so ein Glas reinmachen. Das fand ich so niedlich. Vielleicht für Valentinstag oder auch so, weil Sending Smiles geht immer. Das versteht auch jeder, denke ich mal. Dieses. Dann das hier, das hatte ich auch mir schon länger angeguckt und wollte mir das bestellen. Jetzt habe ich es gemacht. Man kann dann die in die Lücke hier von dem von diesem Kreis hier kann man die dann reinstempeln. Zum Beispiel den hier, der hängt dann so da dran. Also da freue ich mich auch schon mega, das auszuprobieren. Und dann hat man hier noch so Schriftzüge, die auch schon so rund sind, finde ich richtig cool. Die Blümchen finde ich niedlich. Das. Dann dieses hier. Sorry, not sorry. Auch wieder ganz viele Hintergrundstempel. Und das Häschen kann man natürlich auch für mehrere Anlässe nehmen. Kann man für Ostern oder für einfach
für einfach so, also. Ja, den. Dann den fand ich richtig cool, Turn the Page heißt der. Und da kann man sich das an eine Buchecke stempeln oder an eine Karte, je nachdem. Und das sieht dann so aus, als wenn die da die Seite anknabbern. Finde ich richtig niedlich. Und was ich bei den Stempeln immer so schön finde, die haben immer so tolle Sachen, wo man ganz schöne Hintergründe machen kann. Das finde ich richtig genial. Das. Dann hier das heißt Together. Das kennen bestimmt auch die meisten von euch. Hier mit dem kleinen Vögelchen, das kann der dann hier mit seinem Rüssel halten oder den Schirm. Richtig niedlich. Dann das hier finde ich so schön. Also ich finde die Stempel so genial, weil man da echt viel damit machen kann. Und das hier, das ist, ich glaube, mein Favorit, Beautiful Chaos. Auch alles Hintergrundstempel. Hier, herrlich. Das sieht aus wie so ein paar Pinselstriche. Richtig schön. Hier nochmal so ein Kranz. Also, finde ich richtig cool. Habe ich mich super drüber gefreut, dass der Göttergatte mir das noch gekauft hat. So. Das war es erstmal im Groben mit den Stempeln. Ich habe bei Create a Smile, nee Quatsch, bei Craftelier auch noch ein paar. Aber das ist dann mehr in die Vintage-Richtung. Das zeige ich euch gleich. Zeige euch nochmal schnell die Karten, die ich gemacht habe. Es sind ja nicht so viele gewesen. Das hier habe ich noch mit dem Stempel gemacht von Create a Smile. Und das ist auch ein Hintergrundstempel von Create a Smile. Ganz einfach, aber gefällt mir. Und diese noch habe ich hier mit, habe ich embossed mit Schwarz. Ja, also wie gesagt, es ist sehr übersichtlich, was ich gemacht habe in letzter Zeit, aber so ist es halt. So, Craftelier. Da gab es ja im November, glaube ich, wenn man einen bestimmten Wert bestellt hat, so ein paar Goodies dazu. Da gab es einmal hier diese Tasche, finde ich richtig niedlich. Die werde ich auf jeden Fall, ja, für Bastelzeug, ich bastle jetzt nicht so viel unterwegs, aber die kommt in meine Handtasche. Da kann man immer mal ein Beutelchen haben, schöne Größe, finde ich richtig niedlich. Dann dieses super süße, also das finde ich echt ein cooles Goodie, so ein kleines Cuttermesser, das schiebt mir hier vor und klickt das dann hier vorne ein. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie auswechseln kann. Ich hoffe mal, weil ich das echt niedlich finde. Und da kann man... Und dann drückt man das wieder runter, glaube ich. Ja. Und dann geht das wieder rein. Finde ich richtig niedlich. Dann gab es den Lecky, den es immer gibt. Und dann noch eine Karte. Da steht drauf, fröhliche Weihnachten. Und da sind nochmal Craftelier, wünscht dir frohe und vor allen Dingen kreative Festtage. Motive zum Ausschneiden sind hier dabei. Also fand ich niedlich, diese Karte. Und dann noch ein paar Sticker. Für einen Planer oder so. Richtig niedlich. Danke sehr. Danke, danke, danke sehr. So, das waren jetzt die Goodies, die es dazu gab. Und dann fangen wir mal an. Als erstes zeige ich euch mal das Größte. Habe ich mir eine 6 Inch. Na, Big Shot nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Cutting-Maschine gekauft. Weil ich habe ja die große A4 von Sizzix, aber die stanzt überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Die Platten sind rum. Kann ich mir neue kaufen? Ja, aber selbst mit neuen Platten geht's hier so ganz feine Sachen gehen da überhaupt nicht mehr. Und dann verrutscht mir das immer. Und das hat mich einfach nur genervt. Die war jetzt runtergesetzt auf 69 irgendwas. Und die kann ich jetzt hier stehen lassen. Die große hebe ich natürlich auch auf, weil ich habe ja auch so ganz große Embossing-Folder und auch so Boxen in A4.
die werde ich auf jeden Fall aufheben, aber die wird jetzt so auf meinen Tisch kommen zum Immergebrauch, sage ich mal. Die, das ist die VR Memory Keepers Revolution. Und da war dabei einmal diese Embossing-Platte. Dann diese, ja, ich habe schon benutzt, ist schon ein bisschen verschmutzt. Diese Acrylplatte. Dann ist dabei diese untere Platte. Und was ich richtig cool finde, hier eine Magnetplatte. So, da legt man sich nämlich das hier drauf und das geht so cool. Ich hole schnell mal so ein Ding. Wenn wir da jetzt hier unser Papier haben, das lege ich mir hier drauf und dann kann ich mir hier ein so ein Schneiderding nehmen und das hält wirklich, das ist daran fest. Und das finde ich supi. Ich hatte mir schon mal eine A6 Magnetplattform einzeln gekauft und habe gedacht, ich kann das mit meiner großen Big Shot verwenden, aber die ist überhaupt, weiß ich nicht, nicht mal halb so magnetisch. Aber hier, das finde ich echt cool und das erleichtert das wirklich um Vielfaches. Ja, das war wie gesagt alles dabei. Preis finde ich okay. Und hier ist eben das Schöne, dieser Platte passiert nichts. Also das hier, gut, das haben wir eben, egal was wir da für eine Unterlage haben. Aber die Acrylplatte bleibt eben, wie sie ist. So, so vom Kurbeln her geht die nicht ganz so flüssig, finde ich, wie die Big Shot. Keine Ahnung, woran das liegt, aber freue ich mich trotzdem mega drüber. Vielleicht muss ich das auch erstmal einkurbeln oder wie auch immer. So, dann habe ich mir so ein paar Basics bestellt. Hier so ein paar Binderinge, die sind jetzt 1,5 Inch, damit ich mal ein bisschen was Dickeres machen kann. Da sind 2 Stück drin in rosa. Dann habe ich mir noch einmal in 1 Inch Breite so Roségold oder Kupfer, wie man das jetzt auch nennen möchte. Und dann habe ich mir noch mal auch in 1 Inch einmal in blau und einmal so, ja, türkis, diese mitgenommen. Dann nochmal hier so ein Band, das hatte ich mir ja schon mal gekauft. Das ist von American Crafts und das finde ich so schön. Das ist hier wie so Röschen. Also hinten so an den Buchrücken oder so, finde ich mega niedlich. Hier habe ich, das ist falsch. Ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte nochmal dasselbe in so Cremefarben, aber habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Ich bestimmt falsch gedrückt, aber naja, das kann man auch noch mal verwenden. Schöne Breite, das kann man sich ja auch einfärben, wenn man will. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich was Cooles entdeckt. Buchbindeleien. Habe ich mir diese 3 Farben mal mitgenommen, weil ich arbeite damit eigentlich sehr gerne. Nee, nicht eigentlich, ich arbeite damit sehr gerne. Da reißt euch nämlich nichts am Rücken. Egal, was ihr da für eine Stärke von Pappe habt oder was auch immer. Also es ist wie Stoff halt, Leinen. Und das könnt ihr dann quasi so als Buchrücken nehmen. Und es ist flexibel, aber mega stabil. Deshalb habe ich mir das nochmal mitgenommen. In so einem Rosa, wie so gestromt halt. Wie so ein Boxer. Boxer haben doch immer solche Farben. Nicht rosa, aber so gestromt. Dann nochmal in so Türkis und in Grau. Hätte ich mir lieber noch mehr Farben mitnehmen können, aber man kann ja noch mal bestellen. Also habe ich mich mega drüber gefreut. So, dann habe ich mir noch ausgesucht diese 3 Farben. Ich hatte noch mehr. Richtig genial finde ich natürlich hier diese Sprays von Prima Marketing. Die waren aber so, ich hatte sie im Warenkorb und dann waren sie aber leider schon ausverkauft. Die finde ich schöner, weil die schöner zum Sprühen gehen
Und man kann, wenn man nur kurz drauf drückt, kommen dann mehr so Kleckse. Und wenn man durchzieht, also ksch, macht, dann verteilt sich das so. Also die finde ich richtig genial, aber war leider alle. Diese drei Farben sind es dann geworden. Einmal so ein Gelb, Butter heißt das. Dann Sweet Mint und Raspberry. Diese. Dann hatte irgendeine Zuschauerin gesagt, ich hatte doch in meinem letzten Kräftelier Haul hier so einen großen Punch mir gekauft mit so einer Pilzlochung für Planer. Und da hatte mir irgendjemand in die Kommentare geschrieben, da kann man bestimmt auch ein cooles Album damit machen. Vielen Dank für die Idee. Deshalb habe ich mir jetzt nochmal solche einzelnen Discs gekauft. Und damit werden wir einen Planer machen. Nein, ein Album. Planer haben wir ja schon. Finde ich richtig cool. Die Idee, supi, werde ich auf jeden Fall machen. Dann habe ich mir noch so ein paar Klingstamps von Prima Marketing mitgenommen. Dieses hier heißt Daisy Love. Finde ich so schön. Kann man auch wieder ganz tolle Hintergründe machen. Das passt jetzt nicht so zu dem Stil von Tracy Hay, finde ich, weil das ist ja mehr so, ja, niedlich. Das hier geht jetzt eher in die Vintage-Richtung. Aber ich kann mich beim Basteln immer nicht auf eine Richtung beschränken. Das geht nicht. Sorry. Ich probiere gerne die Breite, die ganze Breite aus. Also ich kann mich da jetzt nicht auch nur aufs Kartenbasteln zum Beispiel fokussieren. Ich möchte alles machen. So, dann ist es einmal dieser hier geworden. Auch mega cool. Da macht man sich dann hier mit den Farben Hintergrund zum Beispiel, stempelt das drauf, fertig. Eine Seite im Bullet Journal oder so. Richtig cool. Wie heißt denn der hier? Keine Ahnung. Hier steht keine. Vielleicht nützt euch hier diese Zahl was, wenn ihr gucken wollt. Kann jetzt hier leider auf Anhieb nichts finden, wie das heißt. Dieses. Und dann noch das hier, die habe ich auch schon ewig, ich glaube in 5 verschiedenen Shops im Warenkorb. Jetzt habe ich es mir gekauft. Hier steht auch wieder kein 8 Ella. Soll das so heißen? Ich denke mal. Wie das hier koloriert ist, gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Es ist mir zu bunt, aber die Art und Weise von dem Stempel finde ich mega cool. Dieser. Artikelnummer, falls ihr das irgendwo suchen möchtet, ist dieser. So, das waren jetzt die von Prima Marketing. Dann noch einmal von Maggie Holmes. Diesen. Und den habe ich mir mitgenommen wegen einem bestimmten Paperset, das zeige ich euch gleich, weil das Grobe haben wir jetzt erstmal geschafft. Jetzt kommt noch das Papier und dann sind wir durch. Ich habe mir einmal mitgenommen dieses Paperpad von Prima Marketing. Das ist eigentlich für Planer gedacht. Ich werde es aber auch zum, ja, für Alben nehmen. Ich mache mal ein bisschen Platz und dann können wir das mal durchblättern. So, ich denke mal, so geht es. Natürlich ist es zugeklebt. Da kommt jetzt hier unser kleines Schnuddelchen zum Einsatz. Eigentlich hasse ich das, wenn die Blöcke, hier habe ich nämlich jetzt schon reingesäbelt. Das hasse ich wie die Pest. Ich möchte das ganz haben. So. So. Also ich mag hier das Papier von Prima Marketing sehr gerne. In dem Block sind jetzt 2, 3, 4, 5, 6
Retro Design. Oh, herrlich. So schön. Also, das Papier finde ich mega cool. Dann das. Auf der Rückseite ist es so, also das ist so gräulich. Das ist rosa. Das hier ist schwarz. Und das hier ist jetzt mehr so pink auf der Rückseite. Also mega Papier. Es ist jetzt nicht so viele Designs, aber dadurch, dass man jetzt hinten noch verschiedene Farbabstufungen hat, finde ich das mega. Diesen. Dann ganz, jetzt fällt alles runter. Oh, ganz langweilig, aber trotzdem obercool. Von Craftsmith. So einfarbiger Karton, Cardstock. Diese Variante heißt so. Da gibt es ganz verschiedene. Und ich hatte das ja schon mal in Pastell. Aber das war, glaube ich, im Sommer oder so. Hatte ich mir schon mal welche bestellt. Und ich liebe diese Textur, diese Beschaffenheit von diesem Cardstock. Der ist ganz, ihr seht hier, der glänzt. Glänzen ist nicht der richtige Ausdruck, aber der ist ganz glatt. Der reißt nicht. Der ist so genial. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Ist seidenmatt? Kann man das so sagen? Oh, das sieht hier in der Kamera ein bisschen türkis aus, aber das ist ja. Was ist denn das? Eigentlich ist das grün. Also, das ist grün. Oi, aber dass das so verfälscht. Okay. Das ist so tannengrün eher. Das sieht hier nicht so aus. Na gut. Auf jeden Fall sind das alles solche Blau- und Grüntöne. Und hier hinten haben wir noch Lila. Dann so, hier sieht es pink aus, aber es ist rot. Also lasst euch da jetzt nicht täuschen. Falls ihr das nachkaufen wollt, guckt nochmal an einem PC oder so. Das ist nicht so ein kaltes Pink, wie ihr das hier seht. Also es ist eher so, ja, so mehr ins Rote, nicht so in das Kalte. Auf jeden Fall liebe ich diesen Cardstock, weil es echt, boah, wenn ihr das anfassen könntet, das ist so schön. Ganz, Grammatur steht nicht dabei, oder? Nee, auf jeden Fall liebe ich den. Hier steht CraftSmart, aber wenn ihr CraftSmith eingibt, findet ihr den. Da habe ich mir einmal den mitgenommen und natürlich nochmal in so rosa Plush-Tönen. Für einen Frühling oder so finde ich das mega. Auch wenn ihr das anfassen könntet, ihr würdet euch auf der Stelle verlieben. Das ist komplett anders, wenn ihr beim Action den Cardstock kauft. Der ist so anders. Ich kann es euch leider nicht besser beschreiben, aber absolute Empfehlung von mir. Ich finde den so genial. Hier ist so Puderrosa, würde ich das nennen. Also alles so Plush-Töne, wie er auch heißt. Hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen vanillig. Bei euch sieht es jetzt weiß aus. Also die Farben sind ein bisschen anders dargestellt, aber richtig, richtig schön. Also das finde ich mega, das Papier. Hatte ich jetzt circa 400 Mal gesagt. Und dann habe ich mir noch zwei Motivpapierblöcke mitgenommen. Das geht nicht ohne, wenn ihr mich schon eine Weile verfolgt, wisst ihr das. Da habe ich mir einmal hier dieses Collection Kit von Cocoa Vanilla mitgenommen. Für den Frühling oder so. Mega schöne Farben. Da war dabei dieses Entschuldigung, dieses Sticker Sheet. Auch mehr in Matt und Pastell. Passt super zu diesem. Jetzt hat die Kamera einfach aufgehört. Also, dieses Stickersheet ist hier dabei. Mit so Sprüchen. Farben finde ich mega und passt super zu diesem
Cardstock-Set hier. Das können wir auch noch mal schnell durchblättern. Ich lege euch das mal so hin. Dass ihr beide Seiten sehen könnt. Das ist jetzt hier so gepunktet und so ein bisschen fleckig, wenn ihr das seht. Wie wenn Wasser drüber gelaufen ist oder so. Dieses. Dann wie so Regentropfen. Achso, die Kollektion heißt Daydream, hatte ich schon gesagt. Dann hier so ein schöner Regenbogen. Ich finde ja diese Art und Weise, wie die Regenbögen, wenn die so, ja, wie wenn das einfach so mit dem Pinsel hingemalt wurde, finde ich so schön. Habe ich mir ja auch ein Stempelset gekauft. Achso, die Seite wollen wir sehen. Ja, Holzoptik. Dann hier so ganz einfach gestreiftes. Das finde ich auch toll. So schön. Ja, bei solchen Seiten fällt es mir ein bisschen schwer, die zu benutzen, aber man könnte das hier teilen und nur so ein Stück für ein Cover nehmen oder so. Das geht auch. Das. Dann hier solche Kärtchen zum Ausschneiden. Finde ich auch mal ganz toll. Richtig niedlich. Die andere Seite so. Also hier kann man bestimmt auch, wenn man aus den Resten einen Karten macht, super diese Tracy Hay Stempel nehmen. Finde ich, passen mega dazu. Dann so ein Dunkelblau. Das hier finde ich auch richtig genial. Hier würde ich jetzt, fällt mir gerade auf Anhieb ein, so ein paar Hintergrundstempel von den Tracy Hay Stempel nehmen. In Schwarz noch hier drauf stempeln. Hinten schwarz-weiß gepunktet, geht hier natürlich auch immer. Und einmal diese Schmettis. Und kleine Herzchen in Aprikot. So, dieses. Und ein Papier durfte es noch sein. Das ist dieses, auch von Cocoa Vanilla. Also die gefallen mir echt super, die Papiere. Habe ich sonst gar nicht so danach geguckt, nach dieser Marke, aber die finde ich schon echt schön. Das heißt Unforgettable. Mal ein grober Überblick. Auch wieder ein bisschen so Watercolor-mäßig. Da waren dabei hier diese Sticker. Auch wieder hier unten mit so kleinen Sprüchen. Und dann blättern wir das nochmal schnell durch. Einmal so und einmal in Grau. Dann hier sowas finde ich auch immer schön schwarz-weiß. Geht für mich sowieso immer, egal in welcher Variante. Das. Hier wieder so ein großer Kranz. Also ein bisschen kann man schon erkennen, dass das von einer derselben Firma ist, oder? Würde ich sagen. Und hier, wenn man das jetzt hier ausschneidet und jetzt so dran. So, schön. Dann wieder ein paar Kärtchen zum Ausschneiden. Finde ich persönlich immer mega genial. Und hinten auch wieder ganz viele Sprüche, die man sich auch ausschneiden kann. Oder aber man nimmt es so als Papier. Dann das. Und auf der Rückseite so. Und noch mehr zum Ausschneiden. Finde ich immer schön, weil dann braucht man sich überhaupt keine Gedanken übers Dekorieren machen für sein Album, weil man die dann super dafür verwenden kann, die Kärtchen. Das. Dann wieder so Watercolor.
Und auf der anderen Seite so, oh, genial, oder? Wie cool sieht das aus zusammen? Richtig mega. Das Holz gefällt mir jetzt besser als in der anderen Kollektion. Dann nochmal schwarz-weiße Blümchen. Und hier dieser, auch richtig niedlich. Und die andere Seite. So, das war's jetzt. Ich war auch immer noch mal bei Action oder so, aber das war jetzt nicht der Rede wert. Das habe ich alles immer so weggeräumt. Das war's jetzt mit meinem Haul. Ich hoffe mal, dass wir in nächster Zeit wieder mal was zusammen basteln können, aber bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das ein oder andere interessiert, geht auf die Seite. Also ich will jetzt nicht da jedes Ding verlinken. Da habe ich echt keine Lust dazu. Aber ihr wisst ja den Namen der Dinge. Und denke ich mal, kann man gut danach suchen. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt schön gesund.